diese Mannschaft von Holstein Kiel hat einfach mit einem normalen Viertligist nichts zu tun. Ich glaube, wenn in der Liga nicht noch RB Leipzig spielen würde, dann wären sie auch glasklar, würden sie da vorne wegrennen. So ist es eine zweite Mannschaft in der Liga, die durchaus ein anderes Niveau hat und dadurch wird es ein bisschen eng, wenn man jetzt was den Aufstieg anbelangt. Aber ich glaube, dass da oben fantastische Voraussetzungen geschaffen wurden, um einfach erfolgreich Fußball zu spielen. Von dem Weg, den sie mal eingeschlagen haben, mit großen Namen und möglicherweise vielen Stars da versuchen, ganz schnell ein paar Ligen zu überspringen, sind sie komplett abgegangen und haben jetzt einen ganz, ganz ähnlichen Weg gewählt wie wir auch. Und der ist nicht so unerfolgreich in diesem Moment. Also dieses Wort Unterklassik hat keine Relevanz hinsichtlich der Aufstellung. Sagen wir es einfach mal so. Wer uns dabei mithelfen kann aus meiner Mannschaft, das ist noch nicht ganz sicher. Wir haben jetzt nur von Freitag bis heute, ist ja nicht so wahnsinnig lang. Sagen wir mal so, Manni hatte, würde ich jetzt mal so sagen, Glück im Unglück. Das reicht natürlich jetzt nicht für heute, für morgen. Aber es wird dann auch hoffentlich nicht allzu lange gehen. Lange dauern, 2 Wochen, denke ich, müsste eine realistische Zeit sein, wenn er wieder einsatzfähig ist.